Und damit willkommen zu Runde 2 bei Nachbarn im Klamm. Das hört, Runde 2 bei Nachbarn im Klamm, das hört sich an wie irgendeine neue RTL-Sendung. Eine neue Folge von Nachbarn im Klamm. Fortsetzen. Das hört sich echt tatsächlich wie irgendwie so eine Mischung an aus Familien im Brennpunkt und höllische Nachbarn. Obwohl höllische Nachbarn ganz lustig war. Ich glaube, das kam auf Super RTL damals, oder? Eure Befehle? Das fand ich damals ganz lustig. Habe ich ganz gerne angeschaut hier und da mal. Nicht lange reden, endlich mal was tun. Komm, machen wir schon mal das weg. Gucken wir schon mal, dass wir so passend umplatzieren. Wir müssen bereit sein, wenn der große Massenspam kommt. Spam. Ich weiß nicht, will ich wenigstens ein paar Bogenschützen machen? Nee. Armbrustschützen-Power. Gibt es keine Arbeit, Sire. By the power of Armbrust-Skull. Was? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. By the power of Crossbow. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja, Häuser und so. Häus R, Häus C, Häus S. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Häus wie ihr sie. Es sind nicht genügend Arbeiter zack, vorhanden, zack, zack. Um das Gebäude zu verwalten. Und Häus ich du habe ich auch noch vergessen. Es sind nicht genügend ja, Arbeiter es kommen die Häuser doch bald. Jetzt hört auf zu jammern. Meine Güte. So. Schöne Häuschen am Fluss. Ist das nicht idyllisch? Mehr Holz bitte. Ich und mein Holz. Vielleicht auch ich und mein Baum. So. Machen wir auch mal diesen hier. Ja, das reicht, wenn wir es hier machen. So. Und bereiten schon mal die ersten Brauereien vor. Das muss dann auch funktionieren. Und ich glaube, bei diesem Punkt würde ich dann sogar speichern. Einfach nur aus Gründen. Punkt. So. Ja, komm, das speichern wir mal. Oh Gott, das waren ja damals die ganzen hier, das ganze Turnier und so. Das heißt, das Turnier, der Wettbewerb. So, jetzt haben wir es. Ich bin überlegen, ob ich es einfach Helms Klamm nenne. Wie hieß die Map nochmal? Höllische Nachbarn, Familien im Brennpunkt. Komm, Dingens. Das sehe ich nicht. Familien im Klammpunkt. Speichern. So. Ja, bitte. Ja. Wir sind bereit. Wir rücken aus. Auf uns zählen. Wohin gehen wir? Okay. Ja, wir bräuchten Armbrustschützen. Da sehe ich schon wieder was auf mich zukommen, was mir überhaupt nicht gefällt. Komm. Armbrustschützen-Power. Aktivieren. Eine Nachricht. Schwertkämpfer raus. Raus, habe ich gesagt. Meine Truppen werden bald überwältigen. Waffen geschultert. Ich bin irgendwie schon besorgt. Hat er recht. Überfallen. Sollte man nicht widersprechen. Ganz ehrlich, brauche ich den Kampfbonus. Andererseits brauche ich wirklich die Wirtschaft. Wir haben keine Mega-Wirtschaft. Da sind die Steuern vielleicht sogar wichtiger, die wir dadurch erhöhen können. Allzeit bereit. Achtung! Gut, die Schwertkämpfer stehen jetzt derzeit vorm Graben. Und denken sich, welcher Depp hat uns eigentlich hierher geschickt. Na gut, das ist die Ratte. Was erwartet man? Achtung! Und los! Die Klingen sind geschärft. Helms Klamm. 35 Grad. Die Frisur hält. Sieht echt hübsch aus, muss man sagen. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. So. Vorwärts.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor es richtig unangenehm wird. Das Volk huldigt euch. Unangenehm. Komm, mach mal den Kampfbonus. Das könnte dann bei den Schwertkämpfern trotzdem helfen für die Armbrustschützen. Aber für die Lanzenträger brauchen die so oder so einen One-Shot. Von daher ist es da nicht so relevant. Aber ansonsten könnte es schon. Gut fürs Bier. Ich glaube, ich kriege so oder so zwei Brauereien zum Laufen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. So. Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Haben wir so einen kleinen Gartengang. Gut, hier könnt ihr von mir erst ein bisschen rum. Da, oh, scheiße, da aber nicht. Schwertkämpfer. Schwertkämpfer, bitte an die Rezeption. Schwertkämpfer, bitte. Hört auf. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Ja, und warum? Was ist denn hier verkehrt? Was hier auch? Sehr gut, ich mache das schon wieder ein bisschen weiter nach vorne. Mein Gott, ihr Penibelchen hier. Eine Nachricht der Ratte. Oh, geh jetzt woanders lang. Oh, scheiße. Wir sind ja schon ziemlich deep. Was wünscht ihr? Einer für alle. Ja, die. Wir werden überfallen. Das Ding wird immer noch nicht besetzt. In diesem Gebäude gibt es Arbeit, dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, mein Lord. In diesem Gebäude gibt es verarscht mich nicht, ist ein Ah, ich verstehe. Na, ich hätte es auch nicht einreißen müssen. Das sind bloß nicht die Torhäuser offen. Grr. Ich mach's trotzdem eins nach unten. Nur kurz zur Sicherheit. Ich dachte schon fast, wir haben jetzt irgendwie einen Bug ausgelöst. Ich wünschte, ich könnte die Tore auf Dauer offen stellen. Womit kann ich dienen? Abgesehen von der Tatsache, wir sind bereit, eure Lordschaft, dass wir sie einfach abreißen. Das ist auch eine Möglichkeit, ich war. Es gibt eine Möglichkeit, die Wirtschaft ein kleines bisschen besser zu halten. Komm, die mach mal. Einfach wieder die Treppe nach oben. Dann können wenigstens die Leute jetzt die Steine hier entlang. Die haben dann trotzdem ihre Möglichkeit, wenn das Tor hier hinten zumindest offen ist, hineinzukommen. Derzeit ist die Klammer ein Gefängnis für uns, als irgendwie. Ja, gut. Die Buch, die Gefängnis, wir ein Gefängnis für den Belagerten ist, das ist eigentlich sogar tatsächlich so. Wir folgen euch, Herr. Das Volk oh, es geht los, es geht los. Knete. Plastik und Knete. Es war keiner drin, der säuft, aber wir haben einen Beliebtheitsbonus. Das ist immer wieder eine schöne Sache. Alter, wir haben ja gar nichts im Lager. Wir haben ja nichts. Also wirklich gar nichts. Was ist denn los mit euch, Leute? Macht was. Wofür bezahle ich euch eigentlich nicht? Hier mit den Armbrustschützen ist das schon sehr, sehr cool. Cool. Kuhhell. Also nicht kuhdunkel. Na ja, gut, wir sind schon alle zu. Bloß noch der Hund ist drin. What does the dog say? Mein Bogen ist euer. Ein erträglicher Verlust. Das Volk huldigt euch, Sire. Eisen könnte ich auch mal statten. Wir benötigen Holz. Habe ich überhaupt? Ich habe gar keine Holzverlöten gebaut. Ich Narr. Ich Wahnsinnige. Braucht man doch. Es läuft aber gut mit den Armbrustschützen. Wir brauchen noch mehr. Mehr. Dann gibt es nicht die Waffenkammer hier draußen irgendwo. Das mit den Torhäusern ist schon doof. Bin kurz davor, hier eine Treppe nach draußen zu machen. Es ist zwar eigentlich eine total beschissene Idee, was die Verteidigung angeht, aber es rettet unsere Wirtschaft.
Ein heißer Fege. So einen schönen Besen habe ich noch nie gesehen. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Flegel. Ach, im Übrigen, lustiges Wissen am Rande. Na gut, das ist lustig. Man kann sogar sagen nützlich. Das ist noch nicht mal unnützes Wissen. Flegel bezeichnet ja sowohl ein Werkzeug zum quasi zum Dreschen von Getreide, der Dreschflegel, als auch eine Waffe, das ist dann der Kriegsflegel, also quasi den Dreschflegel, der so als Kriegswaffe umgestaltet wurde. Und dann steht Flegel eben auch noch für einen ungezogenen Jugendlichen. Also beziehungsweise einen Jüngling, sagen wir es mal so. Kind bis Jugendlicher, so in dem Bereich. Im Mittelalter war die Definition Kind oder Jugendlicher sowieso ein bisschen anders, als wir sie heute kennen. Man war viel früher erwachsen. Aber trotzdem, für einen ungezogenen Jungspund war Flegel. Und die Tatsache ist die, dass sich das Flegel für diesen ungezogenen Jungen tatsächlich vom Dreschflegel abgeleitet hat. Das heißt, der Dreschflegel war zuerst da und gerade deswegen, ja, einfach weil es wahrscheinlich ein Gerät ist, mit dem man grob einfach irgendwo draufschlägt, daraus hat sich dieses Flegel für einen ungehobelten Jüngling entwickelt. Es steht also in einem direkten Zusammenhang. Es ist nicht nur ein Zufall, dass beides das gleiche Wort ist. So langsam brauchen wir mehr Armbrustschützen. Ja, ist mein professionelles Urteil. Wir brauchen mehr Dacker. Professionelles Urteil. Kommen die eigentlich wegen der Apfelfarm noch hier durch? Ich glaube nicht. Das war eine ziemlich scheiß Idee, das so zu machen. Machen wir es lieber so. Weil der Weg hier raus ist schon nicht schlecht, ne? Wir benötigen Holz. Jochen, an den Ochsen. Achtung! Moment mal. Achtung und los! Und Marsch! Ich habe gerade eine Idee, wie wir unseren Speicherpunkt umbenennen. Nicht Familienklammpunkt, sondern Klammilien im Brennpunkt. Leider gibt es hier kein Feuer, dann wird es noch besser passen. Brennpunk. Klamilien im Brennpunk. Das T geht nicht mehr rein. Ich hab das maximal erreicht. Egal, im Brennpunk von mir aus. Achtung! Klamilien im Brennpunkt. Sire, vorwärts! Oh Mann, die Bogenschützen nerven auch. Ich brauch dringend Geld. Macht die mal bitte tot. Bevor die noch mehr Schaden anrichten. Kommt, ihr geht mal mit vor. Mehr Range und so. Ihr könnt auf uns zählen. Puh. Missionus Schweribus. Das Volk huldigt euch, Sire. Die Apfelschwamm steht ja schon ein klein wenig im Weg, aber. Eine euer Gnaden. Ich kann sie jetzt nicht einfach verschmähen und so. Achtung! Armbuste! Im Laufschritt! Und los, Sire! Wir sind arm, aber zumindest haben wir Brüste. Motivationsrede der Adeptus Sororitas. Oder vielleicht auch. Na gut. So ein weiblicher Kriegerstamm fällt mir zuerst der Stamm der Amazonen ein. Aber war das nicht sogar so, dass die sich die Brüste abgeschnitten haben? Obwohl das wieder so ein Fall ist, das könnte man auch einfach als Gerücht oder einfach nur als so übertriebene Erzählung abklatschen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe mich noch nie über Amazonen informiert. Aber ich glaube, es gab sie. Aber vieles ist klischeehaft, nehme ich stark an.
Waffen geschultert. Ja, mit den Ambusschützen läuft das viel besser mit den One-Shots. Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Ah, super, jetzt ist der Burggraben gleich offen. Ihr seid der Zwei. Eine Nachricht der Ratte. Du seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwinden. Scheiß weltoffene Willkommenspolitik. Bereit, eure so. Landschaft. Ich meine, kann ja ganz schön und gut sein, aber im Krieg ist das eine verdammt kacke Idee. wieso darf ich denn hier nicht? Mann. Ich glaube, so direkt vor das Tor ist eine schlechte Idee. Wohin geht hier? Tor geht auf und reicht nur bis zur Hälfte vom Fluss so. Beziehungsweise ja vom künstlich ausgehobenen See, beziehungsweise Graben so. Ich glaube, da hat sich jemand verplant. Achtung! Ein erträglicher Verlust. So. Warum zum Teufel kriegen wir nur so wenig Armbrust rein? Wir haben doch schon eine ganz hohe Produktion. Also verhältnismäßig die hoch. Pferde sind gesattelt. Wir können noch ein bisschen Zusatz machen. Ich glaube, es war hier. So passt's rein. Sehr schön. Ja, dann mache ich es lieber so statt so. Weil wenn wir es so machen, müssen die Leute so einen blöden Schlängelpfad laufen, was das Ganze langsamer macht. Aber so laufen die wenigstens hier unten lang. In den Schlamm. Ja, in den Schlamm. Raus mit dir. Womit knasche Angelegenheit? Achtung! Achtung! So. Und Marsch! Dauert nicht mehr lang, dann wird bestimmt der Hauptspam kommen. Der Spamm. Das Volk huldigt euch, Sire. Wo gehobelt wird, da fällt auch Spam. Oder so. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen! Ja, komm. Machen wir schon Armbrustproduktion, die meisten kaufen uns trotzdem. Achtung! Hallo? Und los! Vorwärts! Hab ich schon erwähnt, dass das mit den One-Shots viel besser läuft? Ein erträglicher Verlust. Dauert nicht mehr lang, dann kommt jetzt wahrscheinlich der ultimative Spell. Ich frage mich, ob man hier überhaupt raschen könnte. Are we able to rush the enemy? I don't think so. Der Feind den Burggraben auf, my Lord. That is impossible to rush the enemy. Ich weiß es nicht, geht's? Harrison hat einige Bogen. Man könnte es nur mit vielen Schwertkämpfern schaffen, aber wie viele Schwertkämpfer können wir machen mit... Streitkolbenkämpfer könnten auch gehen, aber wie viel können wir machen mit 2000 Gold? Also ich glaube nicht, dass der rush funktioniert. Achtung! Sire, im Laufschritt! Jetzt weiß ich endlich mal Bescheid. Der Russian Standard. Das ist kein Wodka. Das ist einfach nur ein Standardleitfaden für Wasche. Meine Fresse. Können wir jetzt mal hier schenken? Schenken. Danke. Meine Fresse, du stehst ja hier geschenkt und nicht abgeholt. Das heißt eigentlich bestellt, aber ist mir egal. Achtung! Waffen geschultert! Es ist übrigens lustig, doppeldeutig, aber jetzt mal nicht ausnahmsweise im perversen Sinne, wenn man irgendwie schreibt, Bier zu verschenken. Eine Nachricht der Rache. Ja, also, jetzt haben wir dann bald plus 8 Bierschank, damit können wir sogar die Steuern nochmal erhöhen. Was dann doch ganz schön ist, muss ich sagen.
könnte mir zumindest Schlimmeres vorstellen. Der größere Wald ist gar nicht mal so verkehrt. Bin ich very happy mit. Ja, die werden ziemlich schnell abgeknallt. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Es werden Rekruten benötigt zur Stelle. Achtung! Schieß nicht auf meine Lanzenträger. Hallo, die wollen doch nur buddeln. Es werden Waffen benötigt. Und los! Die wollen doch nur schütten. Die jungen Leute. Alter, ich krieg die Steine nicht wegtransportiert. Woran liegt es? Es muss irgendwo klemmen. Nee, ich glaube, es liegt nicht daran, dass es klemmt. Es liegt einfach daran, dass so oft das Tor zugemacht wird und der Laufweg einfach so ewig lang ist. Was nur tun? Können wir Hopfen verkaufen? Komm, holen wir uns noch so ein bisschen Nachschub. Auf geht's! Achtung! Sire! Dann hier haut's erstmal hin. Ich glaube, ich würde hier noch ein bisschen weiter erhöhen. Ein erträglicher Verlust. Na, ich glaube, bald geht's los. Gehen wir mal auf die 50 zu. Achtung! Wir gehen alle auf die 50 zu, außer die Leute, die über 50 sind. Waffen geschultert! Das ist der Augenblick, an dem man realisiert, man ist alt. Wir gehen alle auf die 100 zu. Die Leute, die hier zugucken und die 100 schon hinter sich haben, heieiei, mein Respekt. Dass ihr noch Stormhold anguckt? Meine Fresse. Ihr habt das Mittelalter ja schon fast live miterlebt. Das braucht ihr doch gar nicht. Okay, vielleicht ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch geschaukelt, aber hey. War es jetzt so klug, Äpfel zu verkaufen? Wir haben nicht so viel Produktion. Würden wir hier eigentlich eine Apfelfarm reinbekommen? Nope. Wir haben eigentlich genug Hopfen. Da reicht vielleicht sogar eine Farm. Das Volk huldigt. Ich muss bei Zeiten echt mal umswitchen. Jetzt haben wir, glaube ich, das Doppelte, oder? Im Vergleich zu minus, ja, Doppelte, im Vergleich zu minus 2. Wir könnten uns eigentlich. Wir könnten uns schon eine. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Kirche leisten. Plus 1 Beliebtheit bringt uns das allzu viel. Na, die nächste Steuerstufe bringt minus 4. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich einspare. Sowohl Kirchen als auch Kathedralenbonus wird mir nicht so viel bringen. Es sei denn, ich stelle die Nahrung komplett ein. Ich würde von der Kirchenkathedrale würde ich gar nicht. Ich würde gar nicht profitieren von. Tatsächlich nicht. Und warum habe ich eigentlich Bögen? Wer macht mir die Bögen? Ihr? Yeah. Ja komm, die zwei Bogenschützen können wir jetzt produzieren. Oh shit. Ihr habt nicht genügend Gold. Es werden Rekruten. Jetzt ist schon wieder so weit, dass die schneller nachkommen, als wir sie töten, oder? Kann doch nicht wahr sein. Hier geht's noch. Da drüben sind mehr die Probleme. Komm, dann schicken wir zumindest mal die Bogenschützen rüber. In Bewegung. Das muss doch machable sein. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Mach ablö. Die Streitmacht von dem Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Ich krieg das Stein einfach nicht weg. Es liegt am Torhaus. Jetzt reicht's. Oder? Ja, ich will es nicht abreißen. Ich will jetzt eine Treppe hinmachen. Na komm, machen wir eine Treppe hierher. Moment mal, wir haben doch schon eine. Ich depp. Das ist ja schon eine direkte Verbindung. Die Sache ist, dass wir hier eine Treppe bräuchten, wenn dann. Auf geht's, hoch mit euch. Ihr Narren. Die Burg. Der erste Wall ist durchbrochen. Gandalf schaute entschlossen zu der Ansammlung von insgesamt 5 Barden, die im Burghof stehen.
Flieht, ihr Narren. Er hat uns sogar mit unserem Beruf angesprochen hier. ja. So. Armbrüste. Noch mehr Armbrüste. Alter, habe ich schon mal erwähnt, dass hier Feuer ganz nützlich wäre. Leck mich doch. Was ist denn hier los? Das gibt es doch nicht. Bin zur Stelle. Das gibt es doch nicht. Es werden immer mehr vor den Toren, vor den Mauern, vor den Wellen. Wie kann ich meine Wirtschaft noch weiter pushen, dass ich schneller die Armbrustschützen produziert bekomme? Das ist hier die Frage. Zumindest sollten wir es nicht schaffen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die paar zusätzlichen Armbrustschützen, die wir jetzt haben, machen einen Unterschied. Bitte. Unterschied. Vielleicht lasse ich die guten Dinge weg. Ich bräuchte die maximal nur für die Schwertkämpfe. Die Lanzenträger gehen eh One-Shot weg. Gut, für den Ausfall mit meinen Schwertkämpfern wäre es dann nützlich, aber das kommt erst später, so oder so. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Kommt mal mit ran da. Kommen sie rin, kommen sie ran. Hier werden sie genauso geschossen wie nebenan. Wir werden überfallen! So, die Armbrustschützen hier können das sowieso bis hier rüberfeuern, von daher geht man auf diesen Turm noch mit drauf. Der Bogenschütze hier genauso. Und ganz ehrlich, ihr könnt ja auch mal mit hier drauf. Vielleicht bringt es noch was. Es werden Waffen benötigt sein. Und los, Sire. Sie sind Geschichte. Waffen geschultert. Ich habe so das Gefühl, dass die Spawner immer schneller produzieren. Und zwar schneller, als ich die Armbrustschützen nachbekomme. Zumindest die benötigte Anzahl, die nötig ist, das mal wieder zurückzuschlagen. Wenn wir wenigstens mal ganz kurz wieder eine Verschnaufspause hätten, dann könnten wir das Ganze wieder regeln. Aber so... Los Problemos. Der Feind füllt den Burggraben auf, mein Lord. Wo gehen die jetzt hin? Ich glaube, wir haben jetzt bestimmt schon über 10.000, oder? Über den Jordan geschickt. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde euren Feind mit Vergnügen ein Ende bereiten. Achtung! Treiben ein Ende bereiten. Bereits, eure Lordschaft! Zur Stelle! Ich glaube, wir hätten ja einen sehr spannenden Cliffhanger, nicht wahr? Weil, ey, es sieht sogar ganz gut aus. Wir träumen sogar wieder auf. Sehr schön. Aber ich für meinen Teil muss jetzt eben mal ein kleines Päuschen machen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.